Die Polizisten machen dem 25-Jährigen klar, dass er wegen des Raubüberfalls vorläufig festgenommen ist. Für sie hat aber Vorrang, seine entführte und hochschwangere Freundin zu finden. In der direkten Konfrontation durch die Kripo-Beamten macht der junge Mann schließlich eine Aussage. Herr Meier, wie ist es mit der Erinnerung? Kommt so langsam wieder, oder? Ich bin vorhin nach Hause und habe einfach dieses Chaos vorgefunden, diesen Chaos. Alles, was da Aber an Ihr Zuhause erinnerten Sie sich schon. Sie erinnerten sich schon, ja, wo Sie wohnen. Ich brauche ganz dringend 10.000 Euro. Ich brauche ganz, ganz dringend 10.000 Euro. Für was denn? Für was denn? Warum ich kann erzählst du es mir denn nicht? Wir erzählen uns doch sonst immer alles. Ich kann mich einfach an nichts erinnern. 10.000 Euro, das ist viel also, Geld. Also Herr Meier, Moment ganz kurz. Also, Sie erinnern sich daran, wo Sie wohnen. Sie erinnern sich daran, dass Sie 10.000 Euro brauchen. Aber dann hört es auch auf, oder? Also jetzt mal ehrlich. Versuch dich doch. Haben Sie Streit mit einer Person, mit einem anderen Mann? Fällt Ihnen überhaupt was ein? Wollen Sie nichts sagen? Oder, ich weiß, dass ich das Absicht? Geld... Ich muss das abgeben. Aber ich weiß nicht, wo. Das bedeutet, seine Freundin ist in Lebensgefahr. Auf Nachfrage gibt der junge Mann glaubhaft an, den Erpresser nicht zu kennen. Die Ermittler haben aber einen Verdacht. Also das sind die Kippen hier. Mhm. Vom System her hat Afis hier den Roman Geiger ausgeworfen. Okay. Der ist auch schon einschlägig bekannt. Genau, könnt ihr mal schauen. Okay. Passt das mit der Größe? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das auch der ist. Ja, ja, das passt Großglatze. Das ist schon sehr markant. Das Problem an der Gesamtheit an ihm ist, er hätte eigentlich sollen zur JVA verbracht werden, schon wegen einer anderen Straftat, ist dort aber stiften gegangen, also der ist flüchtig, ist schon in der Fahndung drin. Wenn ihr mal bei der Akte schaut, und zwar war der letztmalig angestellt hier in dieser K-Klinik. Aber dann müsste er uns ja da vielleicht mal helfen können. Wir fragen uns jetzt vielleicht, wenn wir Namen haben. Ja, genau. So, Herr Meier, vielleicht haben Sie es mitbekommen, wenn auch nicht, Roman Geigers. Nein. Roman Geiger? Wer ist das denn? Wer ist denn jetzt? Roman Geiger. Setzen Sie sich mal bitte. Ja, was sagt Ihnen das denn? Was ist? Das ist der, Ex-Freund von Der Ex-Freund? Der Ex-Freund von ihr? Ja. Ja, dann schießen Sie mal los. Ich muss dir auch was gestehen. Es ist so, das Kind ist von ihm. Wir wollten es eigentlich keinem sagen, wir wollten einfach sagen, dass es unser Kind ist. Damit auch nicht blöde Fragen gestellt werden, weiß er, wie alle darauf reagieren. Und es ist einfach so, dass er das Kind haben wollte, aber sich dann doch umentschieden hat, 10.000 Euro von uns zu haben. Sonst und passiert was. Deswegen also, brauchte ich das Geld auch so dringend von dir. Ja, aber du konntest doch mit mir und reden. Und der ist echt nicht ohne, der ist gefährlich. Und deswegen ist einfach haben Sie dann auch den Raubüberfall begehen wollen? Ja, ja. Mhm. Okay, gut. Das notieren wir dann später. Ich durfte auch keine Polizei dazu ziehen, nichts. Gut, das ist ja schon mal jetzt ein Geständnis dafür. Das ist schon mal sehr gut. Fakt ist aber, dass dieser Roman Geiger ja gar nicht an der Familie an sich interessiert ist. Er sah das jetzt als Chance an, irgendwie an Geld zu kommen und drohte halt, das junge Glück zu zerstören, wenn nicht 10.000 Euro gezahlt werden. Insofern war ihm die Familie hier vollkommen egal, ihm ging es nur ums Geld. Herr Meier, eine Sache möchte ich aber von Ihnen noch mal wissen. Erklären Sie mir noch mal, wie das zu dieser Geschichte mit der Fahrt nach Dänemark jetzt kommt. Was hat denn damit jetzt was zu tun, mit der Heirat und allem drum und dran? Es ist so, dass in Dänemark es sehr einfach ist zu heiraten, sehr schnell zu heiraten. Und man sagt, das kleine Las Vegas von Europa vielleicht. Und so wäre das Kind halt direkt uns anerkannt, also mir anerkannt worden. Das wäre mein Kind dann. Das haben Sie gedacht, ne? Sie wissen nicht, dass es so einfach geht. So einfach ist es nicht. Also Sie heiraten zwar und wenn Sie dann das Kind bekommen, dann ist das schon ein bisschen was anderes, als wenn Sie nicht verheiratet sind. Aber grundsätzlich hat ja der leibliche Vater immer noch Rechte. Genau, der macht einen Vaterschaftstest und dann wird herausgefunden, dass Sie nicht der Vater sind. Da hat er natürlich auch Rechte. Aber das ist egal, wenn Sie das nicht gewusst haben. Die Kommissare halten den Entführer für skrupellos genug, der Schwangeren etwas anzutun, sollte er das geforderte Geld nicht bekommen. Sie müssen den Aufenthaltsort der Frau finden, dringend. Lara, guck mal, da stand doch irgendwas von seiner letzten Arbeit oder irgendwas. Mhm. K-Klinik Paschinger. Warum? Na, weil ich, wenn ich mir das Bild so angucke, das hier sieht mir verdächtig danach aus, als ob das so ein Teil von der Federung von einem Auto ist.
Also okay, wirklich eine gute Idee, oder? Ja, das ist eine super Idee, aber meint ihr, er ist in diesem, war das seine letzte Arbeitsstelle oder was stand da drin? Also dass vielleicht der Keller ist, ne? Also in der Akte hat ja irgendwas von der K-Klinik gestanden, ne? Ja. Das war ja so. Die K-Klinik irgendwas? K-Klinik! Ja, klar, K-Klinik. Das ist ein alter Arbeitgeber. Da wir jetzt auch wissen, wo die Schwangere möglicherweise festgehalten wird, ist hier höchste Eile geboten. Wir dürfen keine Zeit verlieren, um da einzugreifen, weil wir müssen hier das Schlimmste verhindern. Nimmt ihr ihn mit? Sie kommen bei uns mit, ja? Okay. Gut, also sind immer noch festgenommen, aber wir nehmen sie mit vor Ort. Laut der Textnachricht des Erpressers soll die Übergabe der 10.000 Euro schon in 30 Minuten stattfinden. Für die Ermittler hat der Schutz der Hochschwangeren Priorität. Deshalb bedienen sie sich einer Taktik. Sie wollen den Täter aus der Werkstatt hinauslocken, um ihn zu überführen. Der Lockvogel Lara Grünberg. Das ist ja der Laden da vorne, ne? Die Werkstatt? Und da durchsichtig, oder? Genau, wo das Tor ist. Dann sagen Sie mal bitte gerade, man kann jetzt hier rauskommen, gibt es noch einen Hinterausgang, Einfahrt? Nein. Das heißt, man würde jetzt da durch dieses Tor gehen. Richtig. Es gibt sonst gar nichts. Es gibt keinen anderen. Okay. Ja, Kai, dann machen wir es aber so. Genau. Wir haben uns jetzt mal besprochen und ich würde reingehen, aber dann würden wir es eher so machen, dass ich ihn rauslocke. Genau, also ich bleibe nicht drinnen, nee, das fände ich auch, nee, das fände ich jetzt zu gefährlich. Ja. Ich spreche ihn an, gebe vielleicht eine Autopanne vor, genau. Mal so ausgemacht. Ja, ne? Okay. Und dann locke ich ihn raus und hoffe, dass ihr dann für mich da seid. Ja, auf jeden Fall. Hast du die 50 Euro noch? Genau, ich habe noch einen 50er mitgenommen. Wir hatten noch Vorzeigegeld. Und dass er auf jeden Fall nicht abspringt. Ne? Als Polizist ist man natürlich auch immer so ein bisschen, man muss fantasievoll agieren. Man muss sich in den Situationen einen Plan einfallen lassen, wie man in dieser speziellen Lage eben zum Ziel kommt. Aber alles Sie klar. Bleiben beide hier, am okay. besten hier. Okay. Okay. Bitte. Nicht ja? irgendwie auftreten. Ja. Jetzt, okay. Ja? Okay. Gut. Dann gib mir mal das Funkgerät, weil sonst sieht er genau. ja gleich, dass du... So, also denk dran, der Typ ist gewalttätig. Ja, also... Der schreckt mit Sicherheit von nichts zurück. Wir schreiten dementsprechend okay. dann ein, ne? Ja. Ja. Müsst ihr euch okay. keine Gedanken machen. Gut. Okay, also. Und sobald irgendwas passiert, sind wir Schrei. Da. Okay? Okay, alles klar. Sonst brich ab, wenn das gar nicht klappt. Du guckst ja ein bisschen zivil, du guckst ein bisschen. Genau, komm mal ein bisschen näher ran. Zehnmal. Noch nix, alles gut, noch nix. Scheint irgendwie keiner da zu sein. Mhm. Keine Reaktion. Kommt. Ah, hallo. Gehören Sie dazu? Sie könnten Sie vielleicht mir helfen? Ich habe eine Panne. Ja, können schon, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Wir haben geschlossen, es ist Feierabend, ich will nach Hause. Oh, können Sie wirklich? Ich bin hier draußen stehen geblieben. Ich bräuchte dringend Hilfe. Ich muss unbedingt weiter. Ja, ich habe auch hier noch 50. Wenn Sie einfach mir nur helfen, ich muss auf jeden Fall weiter. Können Sie mir helfen, bitte? Was soll ich denn jetzt helfen? Soll ich jetzt das Auto abschleppen? Oder vielleicht können Sie einfach nur mal schauen. Sie sind jetzt hier die einzige Werkstatt. Ja, und irgendwie hat er das Problem. Wirklich? Aber vielleicht können Sie mir helfen. Sie sehen ja nett aus. Nee, Bock habe ich jetzt wirklich nicht und ich habe ein bisschen was zu tun. Und rufen Sie doch. Aber wenn ich Ihnen die 50 gebe, können Sie mir vielleicht helfen. Ja, 50 reicht sowieso nicht. Geld funktioniert eigentlich immer. Ich würde, natürlich bekommen Sie mehr, nur dass ich jetzt einfach weiterfahren kann. Geht das? Nee, heute echt nicht. Also, nee, ich kann Bock. Also, irgendwie will er nicht. Muss das jetzt sein, oder? Bitte. Ja, bitte, bitte. Was okay, dann, ja, dann ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier mitten auf der Straße, okay. Da muss ich halt die Polizei rufen. Sie können mir doch mal helfen, dann rufe ich die Polizei. Hast du schon Polizei gesagt? Und? Würden Sie es machen? Oh, vielen Dank, danke schön. Ja, danke. Ist ja heute. Wirklich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich sonst weiterkommen sollte. Ja, zu Fuß normalerweise. Ach bitte. Polizei, Herr Geiger. Polizei! Hey, stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben. Sie bleiben stehen! Ja! Hey, stopp! Polizei, runter! Die Frau in Ruhe! Die Frau loslassen! Herr Geiger! Hast du ihn? Kommen Sie! Hast du sie? Ja, alles gut. Alles gut. Habt ihr? Ja. Geht's dir gut? Drecksäcke! Hast du ein Fessel? Ja. Die Passantin ist unverletzt.
Da die Entführte sich tatsächlich in der Werkstatt aufhalten muss, ruft Kai-Uwe Kadagis einen Rettungswagen. Lara Grünberg stellt den Gewalttäter zur Rede. So, Herr Geiger, jetzt erzählen Sie mal, wo ist denn die Ina Heidkamp? Oh, die ist geplatzt. Die ist nicht geplatzt, die ist schwanger. Ist kaputt, geplatzt. Wir kriegen das sowieso raus, jetzt erzählen Sie mal. Der kam auch von da unten her. Der kam von unten. Habt ihr? Sie bleiben zurück. Komm her. Okay. Und drinnen gibt es auch keine weitere Möglichkeit, runterzugehen. Ich glaube, da ist noch eine Tür, aber es könnte auch ein Bad sein, aber das wird hier unten. Warte mal ganz kurz. Vielleicht ist der ja nicht alleine gewesen. Ich habe übrigens schon Verstärkung und Krankenwagen ist schon da. Okay. Pass auf. Bereit? Genau, mach du die Tür auf, ich gehe zuerst rein. Polizei! Hier. Oh, komm! Wir sind da, wir sind von der Polizei. Alles gut? Ina! Ja? Achtung! Ina! Bleiben Sie mal bitte zurück. Bitte! Ina, einen Moment noch. Ganz ruhig. Komm hier, bitte. Hallo, wir sind von der Polizei. Geht's Ihnen gut? Ja? Sind Sie alleine hier drin? Ina, geht's Ihnen gut? Hier, Sie kennen ja den Herrn Geiger. Ist er alleine tätig gewesen? Ja. Sonst gibt's niemanden. Alles gut? Hören Sie mich. Krankenwagen kommt, okay? Hast du einen Krankenwagen? Ja. Krankenwagen ist angefordert. Okay. Kollege auch. Warten Sie mal, ich mach das. Ist noch? Okay, wo? Komm, ich mach das aus. Warten Sie mal. Hast du? Wenn lassen ich Sie mal Ihre Finger bitte, denn wir müssen das alles hier liegen lassen. Hier kommt auch noch die Spurensicherung, deswegen. Als wir dann die Frau Heidkamp gefunden haben in dieser Situation, konnten wir erstmal keine wirklich augenscheinlich schlimmeren Verletzungen feststellen. Das heißt aber erstmal nichts, weil sie ja auch in einer sie war ja schwanger. Wir wissen ja nicht, wie sieht's im Körper aus. Hat das Kind vielleicht Schaden genommen? Seelisch hat sie auf jeden Fall einen Schaden genommen, sodass wir hier erstmal ein RTW rufen mussten. Erzählen Sie mal, was ist passiert? Ich stand auf einmal da und ich wusste gar nicht, dass der aus dem Knast draußen ist. Warten Sie, lassen Sie doch ganz kurz mal erstmal zurückkommen. Also er kam zu Ihnen in die Wohnung, ja? Ja, und das ging ist ja Ihr Ex-Freund. Und, ja, und der Vater von der Zeuger vom Kind. Wie geht's Ihrem Baby vom Gefühl her? Der Krankenwagen kommt jetzt, aber da ist nichts passiert. Hat er Sie verletzt, wehgetan, Bauch geschlagen oder sonst was? Ich muss Sie fragen, ist es der Vater Ihres Kindes, oder? Der Zeuger, ja. Okay. Komm, lass sie uns zu uns um ins Auto. Gut, gehen wir mal hoch. Komm, ich helfe dir. Geht ihr schon mal kurz? Ich will noch mal schnell gucken, ob ihr nicht doch noch raus genau. ist. Genau. Ja? Wir haben sie. Ja, dem Baby, denke ich mal, wird es gut gehen. Haben Sie irgendwie schon Wehen gehabt oder sonst was? Ich hatte Schmerzen. Schmerzen, aber das schon die Wehen irgendwie? Leichtes Ziehen? Okay. Können Sie irgendwas nachfordern? FTW? Der ist schon. Genau, der ist schon unterwegs. Das wirkliche Motiv des Täters ist noch unklar. Die Schwangere zu beruhigen, hat für die Kripo-Beamten Vorrang vor der Befragung des Schwerkriminellen. Nehmen Sie Platz. Ihr habt ihn soweit? Alles gut. Gut, perfekt. So, einmal hinsetzen. Alles gut. Wir bringen ihn erstmal zu den Sie bleiben. Bleiben Sie gerade noch mal bei ihr hier, bitte. Alles klar, perfekt. Ihr fahrt ihn. So. Genau. So, er sagt erstmal nichts zur ganzen Sache. Möchte er nichts sagen? Nee, macht keine Aussage. Okay. Sind wir ja froh, flüchtiger Straftäter auch noch, ne? Können wir wieder zuführen. Genau. Da wird er auch jetzt hingehen, ne? Genau, oben. Wir haben jetzt so weit zu, dass die Spurensicherung noch rein kann. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal gucken. Genau. Ne? Wir machen jetzt hier noch den Tatort, ja? Den sichern wir ab und warten auf die Spurensicherung. Abgesehen von den ganzen Straftaten, die der Mann hier begangen hat, diese Geiselnahme, Entführung, ja auch diese Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin, die ja auch noch von ihm schwanger ist, muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine absolut verwerfliche Sache hier aus moralischer Sicht gesehen. Das ist seine Ex-Lebensgefährtin, mit der erwartet er ein Kind, er ist der Vater und das will mir einfach nicht in den Kopf reingehen, wie ein Mensch zu sowas fähig ist. Ja. Okay. Würdet ihr auf die Dienststelle schon alles klar? Ich wollte mich nochmal bedanken im Namen meines Bruders. Ja, vielen lieben Dank. Ist noch alles gut gegangen? Genau. Ja. Das ist Hauptsache dem Kind ist auch nichts passiert. Nee, und, ich hoffe es auch nicht. Aber denken Sie dran, also auf den Bruder kommt aber trotzdem noch was zu. Also der ist jetzt natürlich geht's nicht raus gut? aus der Sache. Ja. Bleiben Sie gerade noch mal hier zusammen. Der Rettungswagen wird sofort kommen. Wir gehen noch mal ganz kurz unten schauen. Der Täter wird wegen Entführung, versuchter Erpressung und Körperverletzung inhaftiert. Es ging ihm einzig und allein um Geld. Die Schwangere verarbeitet das Erlebte und bringt 3 Wochen später ein gesundes Baby zur Welt. Ihr Freund wird wegen des Raubüberfalls angezeigt. Seine Erinnerungen sind inzwischen vollständig zurückgekehrt.